Gezeigt. Yeah. Ich mach mal direkt ein Save. Wir haben wieder Bossmucke. Wir haben wieder Bossmucke. Okay. Okay. Ja, ja. Dann nehme ich mal Schweren. Hier werden wir nicht so einfach reinkommen. Dann gucken wir uns mal diesen roten Bereich doch zuerst an. Na. So. Di-di-di-di. Das Gefühl, da hat sich jemand versteckt. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, jemand hätte sich versteckt. Ja. Dachte ich mir doch, dass wir hier einen Wanderer haben. Einige Wanderer anscheinend. Okay. Mein Leben. Nice, da haben wir den Schlüssel. Damit sind wir in diesem roten Bereich auch schon fertig. Aber bevor wir durch die Schlüsseltür gehen, gehen wir natürlich auch hier noch rein. Bam-bam. Zack, 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 zack. Wir schnappen uns hier alles. So. Und wir gehen hier rein. Hui. Also wir wissen auch, wo wir hin zurück müssen, wenn es uns beim Bossfight, der wahrscheinlich kommen wird. Sollte es uns dann nicht ganz so gut gehen. Wir haben den perfekten Rückzugsort. Ist das eine andere Kartentür? Nee. Ja, ich glaube, das ist bei Wolfenstein auch so. Das sind einfach nur Texturen, die Kartentüren können. Das setzt mal eine Türentextur hin einfach, ne? Das hat nichts damit zu tun, was für ein Schlüssel reingehört. Okay. Da können wir rein. Oh. Das nenne ich mal einen Arsch voll HP. Ich hoffe mal, der Gegner hat mich jetzt nicht irgendwie eingekesselt. Ich mache hier auch mal einen kleinen Save. Au. Ich werde mich da jetzt nicht lowlife rumbegeben und rumrennen hier, also wenn jetzt noch Gegner sind. Okay. Nice, genau das habe ich gebraucht. Thank you.
Haha, nimm das. Perfekt, perfekt. So, dann holen wir uns noch HP. Dass wir hier auch einfach mit 100 HP rausgehen können. Wunderbar, wunderbar. Yeah. Perfekt. Barnacle Wilhelm. Ja. Wir haben jetzt wieder keinen Statscreen, aber wir verlassen uns einfach darauf, dass ich alles gefunden habe. Das wird schon in Ordnung sein. Okidoki, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.